Mein Name ist Andrea Breidenbach. Ich arbeite im Fachbereich 3 Gesellschaftswissenschaften und da am Institut für Soziologie und lehre hauptsächlich Statistik. Ja, und ich habe dort ein E-Learning-Projekt, das vom E-Learning-Förderfonds gefördert wird, Flipped Classroom, für meinen Statistikkurs. Also der Mehrwert ist einfach, mir ging es darum, dass die Studentenschaft ist sehr, sehr heterogen. Wir haben meistens sehr viele Studenten, die Angst vor Mathematik haben, eben Statistik. Und die Idee war es, irgendwie ein neues Lehrkonzept zu schaffen, das andere Anreize schafft oder das Ganze irgendwie die Heterogenität so ein bisschen abfangen kann. Und da dachte ich, dass Flipped Classroom vielleicht so eine Möglichkeit darstellt. Und deswegen habe ich dann mit diesem Projekt begonnen. Ich habe das jetzt im 3. Semester laufen und ich muss sagen, also die Ergebnisse sind, glaube ich, relativ gut. Ich bin schon der Meinung, dass man die Heterogenität damit abfangen kann und dass die Studierenden auch besser damit lernen als vorher im Kurs. Allerdings denke ich auch, dass das Ganze irgendwie natürlich auch begrenzt ist. Also ich denke nicht, dass jeder Student gleich gut jetzt zum Beispiel wie mit meinen Lehrvideos lernt. Ich glaube auch nicht, dass man zum Beispiel nur noch mit MOOCs arbeiten könnte. Also ich habe ein Blended Learning Szenario, das heißt, wir haben Videos und gehen dann in die Präsenzphase. Das, wie gesagt, läuft ganz gut, aber ich glaube eben, dass es nicht für jeden Studenten ist und dass man einfach individuelle Kurse anbieten sollte, aber auch sowas natürlich fördern sollte, weil es meiner Meinung nach gut läuft. Ja, also ich habe eine Fragebogen-Evaluation gehabt in den letzten beiden Semestern. Das lief ganz gut, einen eigenen Fragebogen. Und jetzt war ich dabei, unter anderem für mein Habilitationsprojekt Studenten qualitativ zu befragen und werte die gerade aus. Und denen gefällt das alle. Also die finden alle irgendwie das Konzept ganz, ganz gut. Die arbeiten auch gerne mit den Videos, aber die sagen zum Beispiel auch, sie sind alle irgendwie visuelle Lerner. Deswegen denke ich, dass es da auch so eine Begrenzung gibt, wenn man zum Beispiel eben nicht visueller Lerner ist, also dann kann man vielleicht mit dem Format einfach nicht so gut arbeiten, so das denke ich. Für mein Projekt generell, ich weiß nicht, ich wünsche mir einfach für die Zukunft eher, dass es mehr solche Projekte gibt, weil ich denke, dass es ein gutes Konzept ist, vor allem für Großveranstaltungen. Also für kleine Seminare wird das nicht so gut geeignet sein, aber für große Veranstaltungen, denke ich, da könnte man auch in anderen Bereichen relativ viel machen. Und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass andere mehr auch mit diesem Konzept arbeiten.